Sally wohl abgeblieben sein mag? Ich weiß es nicht. Wir könnten vielleicht hoffen, dass sie zu mir in die Wohnung gegangen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Und hier sieht's immer noch grauenhaft aus. Moment mal. Es war doch von der Geburtstagsfeier auf dem Dach. Lieber nicht. Nein? Willst du da... Okay. Gut, dann halt eben nicht. Dann gehen wir mal in unsere Bude rein und gucken mal. Nein, sie scheint nicht hier zu sein. Merkwürdig. Badezimmer? Nein, nein, nein. Hier ist nichts da. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream. Bong, 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 making the cutest that I've ever seen. Ja, wer kennt es nicht? Tag 2, Montag, Entschuldigung, bin ich schon in der Zeit gefangen. Was? Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihm mit hocherhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Bist du dir das sicher jetzt? Ja, doch, eigentlich schon. Okay. Naja, dann müsste jetzt ja heute eigentlich Dienstag sein. So, wir gehen also raus. Mortimer wird wahrscheinlich... Ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Ja, die Befürchtung könnte man haben. Ah, die Zeitung. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal. On Dr. Fred Addison Street. The Corova Milk Bar sold Milk Plus. Milk Plus Velocet Wars. Was auch immer, das lässt sich, schlecht lesen irgendwie. Nun gut, obwohl der Vermieter wieder vor der Tür steht, ich weiß es nicht. Aber wir haben gestern Abend nicht mehr die Zähne geputzt, nachdem wir dann draußen waren. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Hallo, du musst doch irgendwann mal deine Zähne putzen. Ja. Und auf Toilette. Später vielleicht. Nein? Naja, beschwer dich aber nicht, wenn du Löcher in den Zähnen hast, mein Freund. Ne, da weiß ich dann... Oh mein Gott. Blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Nix, ich kann dich da drin hören. Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi. Macaroni, altes Haus. Tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum. Der glaubt wirklich, dass heute Montag wäre. Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks.
Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Ja, alles ein bisschen sehr, sehr verwirrend. Klar, also er denkt, es ist Montag, dennoch steht der Tod meines besten Freundes schon in der Zeitung. Wie kann das denn sein? Also, nur um sicher zu gehen. Welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Also dann ist heute also Maulwurftag. Oh mein Gott. Und ewig grüßt das Kuscheltier, komplett behaart. Der Affe, der Kleine. Oh Mann. Ist das wirklich Montag? Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Nein, Marconi. Du siehst so aus, wie wenn du ordentlich hast. Aber vertragen heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Ich weiß gar nicht, wenn er mich umbringt, das ist ein Verbrechen, das ist eben schon klar. Aber ob ich ihm einfach so sein Geld geben soll, ich meine, so ein bisschen ärgern darf doch sein. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Ja, vor allem seit du 11 bist. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Oh. Ich ärgere ihn, glaube ich, noch ein bisschen. Aber vielleicht werde ich ihn ja sogar los und spare mein Geld. Wer weiß. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern. Aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge. Vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Ach, und das Klavier ist günstiger als der Auftragskiller, oder was? Das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen. Ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Ja, aber sowas von. Aber ich war auf dem College. Was? Das gibst du nicht einfach so zu? Mensch, Randall, du kannst doch nicht einfach alles zugeben. Das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld, jetzt. Ja, ist ja gut hier, okay, bitte. Hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay. Es ist nur, dass, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder?
Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Was für ein... Oh, Anruf. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja. Der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Ich fühle mich aber nicht schon wieder mit dem unterhalten. Wobei er kann, er hat verdammt gute Sprüche draus. Das kann man ihm eingestehen. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst, aber du kommst jetzt besser sofort her oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Auch wenn ich eigentlich gar nicht will. Ah, ich wollte gerade schon nach dem Penner gucken, aber tatsächlich, da psst es auch schon. Da ist er. Und die Leiter ist immer noch zerbrochen. Der Müll liegt hier immer noch sinnlos rum. Naja. Hey, Penner. Sieh an, wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagt, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, ja, schön. Vor allem urbanen Look. Sehr geschmackvoll, aber... du erzählst mir jetzt erstmal alles, wo diesen Fluch da auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Alle behaupten, es wäre Montag, dabei ist doch Dienstag. Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also... noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du? Jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen könnte... nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Vulkania? Eine Wiedergeburt von Körper und das Seele. Das erinnert mich irgendwie gerade an die Vulkanier aus Star Trek. Beispielsweise mit der da, billigen Philosophiestunde. Spock okay. Stiehlt. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das und auch schon hinter mir habe, wieder aufersteht. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt.
Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Ins Bett? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Weißt du was über... Kater, die so heftig sind, dass sie das Raumzeitkontinuum verändern könnten? Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Könnten noch ein bisschen Peace sagen, aber ich fürchte irgendwie, er hat recht. Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raumzeitkontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden, bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Hehehehe, leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Ich will mich nicht mal wirklich mit dir anlegen. Aber ganz ehrlich, ich find's komisch. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich hab das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir... Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Nein, eigentlich nicht. Aber ich weiß auch nicht so ganz. Ich glaube, ich gehe mal besser, bevor du anfängst, über Asimovs Gesetze der Robotik zu reden. Ich glaube, ich gehe mal besser, bevor du noch anfängst, über Asimovs Gesetze der Robotik zu reden. Wir sehen uns. Ja, das werden wir. Verfluchter. Boah, jetzt fängt er schon wieder an. Fang nicht wieder damit an. Tja, liebe Leute. Hundi und ich sagen euch jetzt tschüss. Wir müssen nämlich jetzt auch weitergehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, um genau zu sein, morgen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann.